Herzlich willkommen beim heutigen Ausschussreport aus dem Digitalausschuss. Heute bei uns zu Gast drei verschiedene Leute, zwei aus dem Bundesinnenministerium, unser Heimatminister Seehofer himself und sein neuer Digitalstaatssekretär Markus Richter, der sich vorstellte. Außerdem aus dem Bundesgesundheitsministerium, angefragt Minister Spahn, der konnte aber nicht. Dafür kam sein Digitalabteilungsleiter Herr Ludewig. Der hat über die Corona-Warn-App erzählt. Das will ich hier auch machen, weil ich nehme mal an, euch interessiert das auch. Zuerst hat er erzählt, dass Deutschland mit 14,4 Millionen Downloads der Corona-Warn-App doppelt so viele Downloads hat wie alle anderen europäischen Länder mit einer vergleichbaren App zusammengenommen. Das ist schon echt krass. Deswegen war es auch wenig überraschend, dass er erzählte, dass andere Länder, haben ja noch nicht alle so eine Apps, sich jetzt zunehmend dafür interessieren, möglicherweise die deutsche App auf ihr eigenes Land anzupassen oder mindestens von unseren Erfahrungen zu lernen. Dazu gehört auch United Kingdom. Ihr erinnert euch vielleicht, da war was im Unterhaus in London, das war sehr lustig. Mr. Speaker, I wonder whether the Right Honourable Gentleman can name a single country in the world that has a functional contact tracing app. Germany. App working 15th June. 12 million downloads. 12 million downloads. Hat vielleicht damit zu tun. Jetzt ist Sommer, Menschen reisen auch in Europa viel umher, deswegen hat uns natürlich auch interessiert, was ist denn der Stand der Interoperabilität? Da sieht es so aus, dass gerade auf europäischer Unionsebene ein Vergabeprozess läuft für einen paneuropäischen Gateway-Server, der diese Interoperabilität zwischen den verschiedenen Corona-Apps der EU-Länder herstellen soll. Zuerst werden dort allerdings nur die Apps miteinander interoperabel gemacht, die auf der gleichen technischen Funktionalität basieren, die also Bluetooth Low Energy benutzen für die Distanzschätzung. Bei anderen, da wird es wohl noch ein bisschen dauern. Wir haben auch gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit den doch offenbar recht vielen Menschen, die ältere Handys haben und die Corona-Warn-App gar nicht installieren können. Das sieht auch die Bundesregierung durchaus als Problem, hat aber die Überzeugung, dass sie da selber gar nichts machen kann. Denn abhängen tut das alles davon, dass die Schnittstelle von Apple und Google auf den Handys funktioniert. Die ist ab einer bestimmten Version in deren Betriebssystemen eingebaut. Und ob und wie das rückwirkend für ältere Handys vielleicht doch noch gemacht werden kann, obliegt halt Apple und Google. Aber darauf hat die Bundesregierung nur bedingt Einfluss. Sie bitten darum, sind aber doch selber sehr pessimistisch. Man hat auch gesagt, dass auch wenn man das als Problem sieht, es ja doch so viele, auch mehrere zig Millionen Menschen gibt, die ein Handy haben, das die App installieren könnte, dass die jetzt eigentlich in ihrem Fokus stehen, aber auch die Interoperabilität mit Ländern, mit anderen Ländern, die Bereitstellung in noch mehr App-Stores von anderen Ländern. Bei uns leben ja auch Menschen, die woanders herkommen oder nur temporär in Deutschland sind, die den deutschen App-Store gar nicht installiert haben. Für die war das bis jetzt ein großes Problem, die App überhaupt runterzuladen. Mit anderen Worten, es ging gar nicht. Jetzt geht es für 11 verschiedene App-Stores. Noch in Arbeit ist zum Beispiel der türkische App-Store. Da geht es immer um Rechtsfragen, um Haftungsfragen. Da ist man aber dran und war auch sehr optimistisch, dass man das bald hinkriegt. Natürlich befasst man sich auch mit Bugfixing, also mit den Fehlerausmerzen, die natürlich da drin sind bei so einer neuen App, gar keine Frage. Die werden alle auf GitHub, der Open-Source-Plattform, wo man die Software auch nachlesen kann, quasi gepflegt. Die meisten dieser Bugs gehen aber auch auf die Schnittstelle von Apple Google zurück. Da muss man also mit denen interagieren und darauf hoffen, dass sie das möglichst schnell fixen. Deshalb ist übrigens auch wichtig, dass ihr anstehende Updates auch auf eure Handys ladet, sonst kriegt ihr diese Bugfixes ja nicht mit rein. Wir haben auch gefragt, ob man eventuell darüber nachdenkt, für die Menschen, die kein Handy haben oder ein zu altes Handy, so kleine tragbare Beacons als Schlüsselanhänger bereitzustellen, die auch Bluetooth senden und empfangen können und auf diesem Umwege da vielleicht einen Ersatz zu schaffen. Da hat man zugegeben, nein, die Option prüft man nicht. Man hat im Moment einfach zu viele andere Prioritäten. Alles auf einmal kann man nicht. Und es klingt zwar total einfach, so ein kleines Ding zum Anhängen zu produzieren, es sei aber wirklich eine hochkomplexe Angelegenheit. Die Daten müssen ja auch irgendwo ausgelesen und verglichen und hochgeladen werden. So einfach ist es nicht. Und Hardware produzieren funktioniert halt auch nicht in ein paar Wochen. Also da tut sich eher nichts, würde ich sagen. Wir haben auch gefragt, wie es denn mit Kindern ist. Es gab einen Abgeordneten, der gesagt hat, er hat also Kinder unter 16, aber eben nicht 6 Jahre alt, sondern schon ein bisschen älter.
für die er ganz ordnungsgemäß im App Store ein eigenes Profil mit dem richtigen echten Geburtsjahrgang angelegt hat, damit die sich auch nicht Dinge runterladen, die die nicht haben sollten. Für die geht das nicht. Ja? Minister Spahn sagte noch, ist doch gar kein Problem, die Eltern können ja ihre Einwilligung geben und dann können auch unter 16-Jährige die App runterladen, aber es geht nicht. Außer ich fälsche das Alter im Gesamtsystem des App Stores auf dem Handy der Kinder. Das kann auch nicht Sinn der Sache sein, weil wer weiß, was die dann sonst noch so runterladen. Das ist ein echtes Problem. Zumal es Schulen geben soll, die den Kindern bzw. deren Eltern nahelegen, solche Apps zu installieren. Aber wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Ein ungelöstes Problem. Eine Lösung zeichnet sich aber ab für eine ganz andere Sache. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht mitgekriegt habt, aber ich habe einen Brief geschrieben an Bundesgesundheitsminister Spahn, weil es ja so interessante Informationen zu den anfallenden Kosten rund um das Projekt gegeben hat. Da wollte ich einfach ein bisschen genauer wissen, was steht denn da so drin in dem Vertrag. Und ich habe ihn per Brief gebeten, mir den Vertrag zur Verfügung zu stellen. Da wurde heute gesagt, diese Anfrage als auch einige offene Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen, die über fragdenstaat.de gestellt worden sind, die seien in Arbeit, werden in Kürze kommen. Da sind wir also total neugierig und werden uns darauf freuen. Und man versprach von Seiten des Ministeriums, sich dafür einzusetzen, dass es möglichst wenig Schwärzungen in diesem Dokument geben wird. Da bin ich mal gespannt. Natürlich kam auch das Thema Corona-Warn-App-Gesetz zur Sprache, denn es steht ja im Raum, wie freiwillig ist Freiwilligkeit, wenn Veranstalter oder Arbeitgeber, und davon gibt es tatsächliche Berichte, nicht bloß Befürchtungen, ihren Angestellten oder Besuchern von Veranstaltungen sagen, sie sollen die App haben und installieren. Da wurde gesagt, nö, weiterhin plant die Bundesregierung keinerlei Corona-Warn-App-Gesetz, um die Freiwilligkeit gesetzlich abzusichern, denn sie sagen, sie sei bereits gesetzlich abgesichert. Auch Bundesdatenschutzbeauftragter Kelber hätte gesagt, es sei gesetzwidrig, als Arbeitgeber solche Vorgaben zu machen. Das sah der Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums genauso und deshalb sieht er keinen Bedarf. Da die Klarheit offenbar noch nicht da draußen bei allen Arbeitgebern angekommen ist, wird es, vermute ich, auf Rechtsstreite drauf hinauslaufen. Ich hätte es besser gefunden, man hätte Rechtsklarheit sofort geschaffen über ein solches Gesetz. Mit Seehofer und Markus Richter hatten wir ganz viele verschiedene Themen. Die reichten vom Online-Zugangsgesetz, also der Umsetzung von digitalen Bürgerdiensten, über das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 zum Konjunkturpaket und welche Gelder davon für Digitalisierung von Verwaltung ausgegeben werden sollen, IT-Konsolidierung und wahrscheinlich noch fünf andere Themen, die mir jetzt einfach gerade nicht mehr einfallen. IT-Sicherheitsgesetz 2.0 zum Beispiel soll seit einem Jahr in den nächsten Wochen kommen. Es ist seit einem Jahr im Prinzip fertig, aber da soll ja so ein speziell Huawei-Paragraph wegen 5G und Kernkomponenten und China ist gefährlich eingebaut werden. Man kann sich da einfach nicht einigen, aber seit vielen Monaten ist die Einigung in wenigen Wochen da. Also mal gucken, wann sie dann endlich mal kommt. Derweil baut die Deutsche Telekom im Prinzip jeden Tag 5G in Deutschland mit Huawei-Technik aus. Schafft also Tatsachen. Gefragt haben wir auch, schon wie beim NetzDG passiert gerade das Gleiche. Ich mache ein neues Gesetz, also eine Aktualisierung eines existierenden Gesetzes, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, ohne dass die versprochene Evaluierung des ersten Gesetzes vorliegt. Da hieß es, ja doch, man hat das evaluiert, die Ergebnisse sind auch eingeflossen in die Weiterentwicklung. Aber auf die Frage, ja wo ist denn die Evaluation und können wir die auch mal kriegen und angucken, total interessant, hieß es, liegt die eigentlich schon so richtig vor, also so aufgeschrieben, wie eine Evaluation normalerweise ja passiert, also so aufgeschrieben. Das war dann nicht so ganz bekannt, ob es sowas überhaupt gibt und wann es das gibt, aber man versprach uns, das nachzureichen. Ein Schwerpunktthema, für das ich mich besonders interessiert habe, war Everything Open Source. Also habe ich zum Beispiel gefragt, von den 3 Milliarden Euro, die über das Konjunkturpaket an Länder und Kommunen für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes gehen sollen, ob die an die Vorgabe geknüpft sind, Open Source zu sein, wenn dabei Software entwickelt wird. Da hieß es, nee, eine verbindliche Vorgabe ist es nicht, kann es auch nicht sein, weil da ja auch Fachverfahren weiterentwickelt werden, die ja wahrscheinlich nicht unbedingt Open Source sind. Aber auch für die anderen Fälle ist es offenbar nicht verbindlich. Aber es gäbe eine Open-Source-Strategie und nach der soll dann ganz viel Open-Source sein. Da habe ich wieder gefragt, Open-Source-Strategie, wo gibt's die denn? Die hätte ich gern. Aber die bestand nur aus dem Satz. Also die gibt's nicht irgendwo so schriftlich zum Nachlesen, sondern man will mehr Open-Source machen.
Also wir beobachten das mal in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren. Nach der in Open Source entwickelten Corona-Warn-App hatte ja zumindest Seehofer öffentlich erklärt, ab jetzt wird Softwareentwicklung in der öffentlichen Verwaltung auf Bundesseite anders laufen und viel mehr Open Source. Das wäre ja nicht verkehrt. Was Markus Richter, der neue Digitalchef des Innenministeriums, übrigens zu dem Thema auch gesagt hat, ist, dass nicht jedes Land eine eigene Open-Source-Plattform entwickeln sollte, sondern man sollte das auf europäischer Ebene gemeinsam machen. Da habe ich dann gefragt, was denn für eine Open-Source-Plattform? Ich habe echt keine Ahnung gehabt, was er damit meint. Dann hat er gesagt, na, so eine Art GitHub, wo man dann so Open-Source-Software für Verwaltung hochladen kann. Aber dafür gibt's doch GitHub, habe ich gesagt, weil GitHub, da kann ja auch Verwaltungssoftware hochladen. Er hat nicht genau erklärt, warum es jetzt eine andere Plattform sein soll. Im Gegenteil, er hat sogar gesagt, am Ende ist es ja vielleicht sogar GitHub, auf das man sich einigt. Tatsache ist aber, dass einige Länder solche Plattformen jetzt entwickeln, und zwar parallel. Das ist natürlich tatsächlich bekloppt und eigentlich eine gute Idee, dass man sich da auf was Gemeinsames einigen will. Enttäuscht hat mich ja ein Update zu den Fortschritten bei den Metadiensten für die digitale Verwaltung. Ein einheitliches Login, einheitliche, einfache Bezahlverfahren, so eine Dinge. Da gibt es auch einen Fahrplan für eine Arbeitsgruppe, die guckt, was andere so entwickelt haben und was man da so in Zukunft machen kann. Das fordern wir seit vielen Jahren und es gibt es immer noch nicht. Eine Arbeitsgruppe. Aber den Rest erspare ich euch. Es war nicht alles schön, was man da gehört hat. Ein paar Sachen waren aber durchaus interessant. Ich habe versucht, euch die interessantesten mitzubringen. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Dann allerdings mit einem anderen Kameramann. Jannis geht nämlich leider weg von mir. Das finde ich total schade. Ich hoffe, seinem Nachfolger bzw. seiner Nachfolgerin bringt er ausreichend bei, wie cool man solche Videos macht. Und ich bedanke mich bei Jannis und hoffe, dass er an dieser Stelle ein Bild von sich einblendet, damit ihr auch mal wisst, wie der Mann hinter der Kamera aussah. Ich habe übrigens auch nach der Digitalagentur gefragt, die ja in Dänemark sehr erfolgreich diese Metadienste entwickelt hat. Da hat er gesagt, es gibt schon so viele Gremien, also er verliert selber den Überblick, welche da eigentlich jetzt was machen und da jetzt noch eins mehr, fände er nicht zielführend.